Also Leute, ich bin hier im Auto von meinem Vater unterwegs. Und ich sage euch eins, mit dem Auto fahren ist wie Karussell fahren. Mit, keine Ahnung, mit losen Rädern. Also das ist unglaublich. Wenn man Gas gibt, fährt das Auto nach links. Geht man vom Gas runter, fährt das Auto nach rechts. Heißt also, eine langgezogene Autobahnkurve nach links oder so. Einfach Gas geben, das Auto fährt von alleine nach links. Unglaublich. Also ich fahre jetzt gerade erst zum Gucken, was es sein kann. Es ist wohl schon länger. Mein Vater sagt, yo, das ist schon, es wird immer schwammiger, sagt er. Ich würde sagen, ich blende jetzt schon mal ein Stückchen von dem Video ein, welches ich später machen werde. Aber hier schon mal für euch. Also Leute, beim Gas geben nach links, beim Gas loslassen rechts, guck mal. So, jetzt gebe ich Vollgas, bewege das Lenkrad nicht, Auto fährt nach links. Ich lasse das Gas wieder los und da fährt er nach rechts. Und wieder Gas in die Kurve rein. Mächtig Spiel in der Lenkung, Leute. Also hier muss was gemacht werden, sonst, ja, sonst wird es langsam gefährlich. Ja, und ich bin gespannt, was das ist. Ja, ich selber habe hier an dem Auto, gut, seit 8 Jahren bin ich hier am Rumkaspern mit dem Auto, beziehungsweise mache alles, was dran ist. Querlenkerlager habe ich schon mal neu gemacht. Das heißt, die großen Querlenkerlager, die am Querlenker, die hinteren. Jeder, der ein VW fährt oder der sich ein bisschen auskennt, der kennt die Querlenkerlager, die hinten am Querlenker sind bei der VW-Gruppe Golf 5, Touran, Passat, Passat 3C und sowas. Das sind immer ein und die gleichen Querlenkerlager. Die habe ich schon mal neu gemacht. Da habe ich neue Querlenkerlager reingeschmissen, weil die gerissen waren für den TÜV. So, diesen Monat steht für das Auto wieder TÜV an. Und so schwammig wie der fährt, da muss irgendwas mit dem Fahrwerk sein. Und es muss gemacht werden. Ach, unglaublich, ey. Jetzt ist mir dann noch während der Aufnahme der Akku leer gegangen. Ich dachte, der hält das noch aus. Aber gut, ja, Akku leer. Ich dann in die Werkstatt, habe die GoPro und das Auto gemacht, schön friedlich die GoPro darunter montiert und schaue nach draußen beim Rausfahren. Ich mache die Probefahrt oder will die Probefahrt machen, fängt es an zu regnen. Was ein verrückter Tag. Und jetzt gerade scheint wieder die Sonne. Ich gucke gerade hier durch den Türspalt. Naja, unglaubliches Wetter, aber wir sind hier in Deutschland und ja, da ist es halt so. Leute, ja, habt das gesehen? Querlenker, Vorderachse, komplett ausgeschlagen. Und da habe ich schon damals, eigentlich, was heißt damals, vor halbem Jahr, habe ich Querlenker für mein Vaters Auto, ja, von Febi zur Verfügung gestellt bekommen. Ist schon ein bisschen länger her. Die liegen tatsächlich schon, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein halbes Jahr ist. Ich glaube sogar, es ist mehr als ein halbes Jahr. Liegen die bei mir in der Ecke und
ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt muss man die einbauen. Es ist TÜV-Zeit und trifft sich genau richtig. Ich habe es eigentlich geplant, einfach nur ein Video zu machen, Querlenker wechseln. Ja, und jetzt ist auch noch einer kaputt. Wunderbar. Ja, Leute, Querlenker kaputt. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, machen das neu. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, ein Querlenkerlager ist schon neu gekommen. Hier sind welche drauf. Wir werden trotzdem alles komplett neu machen. Ja, los geht's. Wir gehen unter das Auto und machen das erstmal alles neu. Wow, also Leute, ey, Respekt. Guckt euch das mal an. Richtig, richtig viel Spiel. Ja, Rad ab und los geht's. So, ja, dieses Lager hier, komplett, oh, richtig im Eimer. Wenn man Gas gibt, fährt er nach links, wenn man vom Gas runter geht, fährt er nach rechts. Unglaublich, ja. Ein bisschen schade, dass ich dieses Lager schon, ja, vor nicht langer Zeit ersetzt habe. Aber, gut, muss neu, müssen wir nochmal schauen. Oh, oh, oh. Oh, Leute. Dann kommt die Zieh jetzt mal wieder fest. Und das überhaupt? Ach du. Boah. Die sind fest. Also da habe ich aber auch letztens die Schrauben nicht neu gemacht. Boah, ne. Ne, die hole ich nicht raus. Ey. Zeig mal nochmal. Oh. Ich merke schon richtig, wie der Kopf weich ist. Der Kopf, der wird weich. Oh. Dass die Schraube sich in sich verdreht. Ne, nee, den lasse ich drin. Komm. Das ist ein bisschen. Oh. 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 Den lasse ich drin. Ich zeige euch das mal, wie das Lager noch aussieht. Also es ist noch tiptop in Ordnung. Also hier, das Lager, das sieht so noch gut aus. Ne, hat keine Macken. Ich habe auch schon damals das verstärkte, nicht verstärkte, sondern so ein Lager eingebaut, welches weniger Luftlöcher drin hat, damit es nicht so schnell kaputt geht. Ich glaube nicht, dass dieses Lager schnell kaputt gehen wird. Deshalb wisst ihr, was wir hier machen müssen? Wir müssen von den neuen Querlenkerlagern das Ding dann einfach abziehen. Ein bisschen schade ist aber so. Und dann stecken wir den neuen Querlenker einfach da drauf. Ist ja egal. Die ganzen Schrauben, die habe ich da mitgekriegt, waren Pro-Kit. Die Schrauben, Querlenkerschraube und Traggelenk, Mutter. Na gut, kann man nichts machen. Da machen wir nicht Querlenker. Ja, ich steh ja sonst da. Also ich habe schon mal von Fällen gehört, da haben die Leute hier die Schrauben abgerissen und da muss die Konsole neu. Und ich glaube unter 130 Euro kommt man hier nicht weg, wenn so eine Schraube da drin abbricht. Aber das ist ja nicht das einzige Problem, wenn es nur die Konsole wäre. Problem ist ja, dann steht das Ding hier erstmal irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Tage. Vielleicht ist das Ding schon Rückstand, das ist ein 2006er Baujahr. Boah. Na komm, wir machen den Querlenker jetzt erstmal so raus. Ich hoffe natürlich, dass die Schraube nicht fest ist. Und wenn ich die Schraube nicht rauskriege, ja, dann ist aber. Boah! Jetzt sieht es gut aus. Aber wenn die Schraube nicht rauskommt, ey, dann aber gut nach. Dann muss die Konsole wirklich neu. Aber hier, ach guck mal, die geht gut. Komisch, ne? Die anderen sind fest, komplett festgebacken und die hier halten gut. Ich weiß nicht, ob hier an den hinteren Lager vor mir vielleicht auch noch einer dran war und das neu gemacht hat und die Schrauben auch noch einmal neu verwendet hat. Nicht neu verwendet hat, sondern auch wieder die alten. Dann wären die ja schon dreimal draußen. Das wäre natürlich ein Problem. So, okay, Querlenkerlager ist lose. Jetzt machen wir das Traggelenk ab. Das Traggelenk, da haben wir ein 18er
Ja, Maul, Ringschlüssel oder was, aber auf jeden Fall ist es ein 18er. Und ja, das muss hier ab. Leute, hier Achtung, seht ihr das? Da kommt die Schraube oder die Mutter kommt schon fast gegen die Achsmanschette. Ich drehe die mal so weit es geht raus, aber nicht zu weit. Das macht da die Manschette kaputt oder das Radlager oder sogar die Gelenkwelle. Ich drücke den leicht gegen den Gelenkwellentopf und dann werde ich den mal abziehen. Problem hier ist nämlich, wenn der sich jetzt vom Konus löst, dann kann ich die Mutter, die kann ich ja dann gar nicht mehr weiter abdrehen, weil die immer noch fest auf den, weil die immer noch fest auf dem Gewinde drauf ist. So, jetzt habe ich leicht, ich merke schon Widerstand, dass ich gegen die Gelenkwelle drücke und jetzt habe ich mal mit einem Hämmerchen hier drauf. Das Gelenk ist ab. Mal gucken, was passiert. Na, seht ihr? Hier dreht sich nämlich jetzt der komplette Kugelkopf, der dreht sich nämlich jetzt. Und das ist ein Problem. Das ist natürlich richtig blöd, weil jetzt muss man irgendwie am Gelenk gegenhalten. So, Zange angesetzt, hier einfach aufs Kugelgelenk und versuche abzudrehen. Aber ich sehe schon, meine Zange, die rutscht hier einfach runter, weil man das nicht packen kann. Ne, klappt nicht. Klappt nicht. Ja, ich wollte jetzt noch mit einer größeren Zange hier rein, aber geht nicht. Es ist einfach kein Platz. Ich werde jetzt eins machen. Ich hänge den Querlenker raus und lasse ihn hier baumeln, weil das Traggelenk kommt ja auch neu. Ist ja dann egal. Und dann komme ich vielleicht besser dran. Unglaublich, das Ding, das ist bombenfest. Ja, gut, okay. Hier jetzt einmal mit einer anständigen Zange mal dran gehen. Und nochmal das Ganze. Dreht sich immer noch. Also, die Mutter ist da so fest reingebrannt, dass mit der Zange das auch nicht geht. Es rutscht einfach durch. Deshalb nochmal eine etwas größere Hausordnung. Ach, ja. Und dann wollen wir gucken, ob damit was geht hier. Rutscht auch durch. Es ist unglaublich, wie fest das hier ist.
Also sogar mit der Riesenzange habe ich Probleme, hier gegenzuhalten. Das ist nicht normal. Ich habe schon die Manschette kaputt gemacht, alles schon so, dass ich da irgendwie drankomme. Aber es lässt sich nicht gegenhalten. Das ist unglaublich. Gott. Boah, war das ein Akt. Also ich habe jetzt natürlich nicht alles gefilmt, ne? Aber das war ein Riesenakt. Ich zeige euch mal hier das Ding Verlenker, was ich hier gebaut habe. So, hier könnt ihr mal sehen. Alles kaputt gerissen. Ich habe das kaputt gerissen. Und ja, und hier habe ich einfach mal, und hier habe ich mit der Rohrzange gegengehalten, ne? Das ist unglaublich, wie fest das Teil ist. Ja, nicht viel schnacken, wir schmeißen jetzt eben schnell den neuen Querlenker rein, damit die Seite runter kann, dann die andere Seite ist ja auch noch dran. So, jetzt muss ich von dem neuen Querlenker dieses Lager hier abbekommen. Wenn so ein Querlenker eingebaut ist, ist das eigentlich kein Problem. Denn der hängt dann runter und man hat einen Hebelarm oder sowas, kann das problemlos runter machen. Aber hier im ausgebauten Zustand ist das schon so ein bisschen tricky. Ja, was machen wir jetzt? Ich zeig's euch. Oh. Ums Verrecken will er hier nicht runter. Oh, das ist ja ein Kampf, ey. Kauft euch eine Karre mit 300.000 Kilometern. Beziehungsweise repariert den, wenn er 300 hat. Oh. Also ich stelle mir ganz andere Sachen vor, die ich jetzt noch machen könnte, als das hier. Boah, das ist echt heavy, heavy, heavy. Ja, da kommt er schon. Kommt langsam. Seht ihr das? Normalerweise hätte ich gesagt, so, dieses Lager kann man behalten fürs nächste Auto. Ne, kann man nicht mehr behalten. Alles kaputt. Hier ist richtig Gummi rausgekommen. Das geht auf jeden Fall auf Müll. Und der Lenker geht erstmal da rein. Dafür hole ich mir erstmal Silikonspray. Ja, was hat jede dusselige Werkstatt oder jeder zu Hause? Silikonspray. Was habe ich? Kein Silikonspray. Nein, natürlich nicht. Und Leute, eine Sache. Auf keinen Fall Fett, Öl oder irgendwas Schmierendes drauf machen, was fett- oder säurehaltig ist. Ja, ich habe gerade nichts gefunden außer Handwaschpaste und... Was habe ich hier? Hautschutzcreme. Die verwende ich dafür, Leute. Es ist auf jeden Fall besser als jeder Tropfen Fett, den man hier drauf machen würde. Das ist hier einfach ja, so eine Handschutzcreme quasi. Viele sagen dazu unsichtbarer Handschuh. So, und das mache ich auch hier drauf. So, ein bisschen einschmieren. Weil, wenn ihr Fett da reinmacht, Öl oder WD-40, weil ihr meint, das fluppt gut, na, da würdet ihr bis zur Hälfte kommen, dann kriegt ihr das noch nicht mal mehr raus und auch nicht weiter rein. Das wird das Problem sein. Und den hier, mit irgendeinem Fett, das fluppt da rein. Pass auf. So. Zack. Drin. Und jetzt nochmal richtig. So. Ja, ist doch super.
Ist richtig gut reingegangen jetzt. Ja. Und hängt drin. Jo, Leute, funktioniert. Also, ich sag's euch, ihr könnt alles nehmen, nur nicht Fett. Noch ein bisschen drücke ich noch nach. Da geht noch was. Ah, so. Ja, der ist drin. Das Mütterchen vom Querlenker ab, beziehungsweise vom Traggelenk abmachen und hochdrücken. Setzen wir das gute Stück mal an. Ja, das muss erstmal hier rein. So, hier ist er drin. Muss noch ein bisschen nach hinten. Aber das mache ich, wenn das Traggelenk angesetzt ist. Und das machen wir jetzt. Ja, hier bis jetzt dreht sich das Traggelenk nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gut, dass ich das erwähnt habe, denn jetzt hat es angefangen, sich nämlich mitzudrehen. Wagenheber drunter. So, das Mütterchen ist fest. Jetzt ist der Querlenker auch in Geradeausposition. Da würde ich sagen, kann ich den Querlenker hier festziehen. Ich weiß, ich habe das letztens schon mal gemacht. Und zwar einen Querlenker angezogen, während er noch nach unten geguckt hat. Ja, soll man auf keinen Fall machen, sonst gehen die Querlenkerlager kaputt. Aber hier ist er gerade. Das Einzige ist, das Loch passt nicht hundertprozentig. Ich schiebe den Querlenker einfach mal hier ein bisschen nach hinten.
So, die hier ist fest. So, die ist ab. So, hier die Schraube. Und der Querlenker kann eigentlich raus. So, und raus ist er. Schön fleißig. Rausgefallen. Ja, jetzt müssen wir uns wieder an den neuen dran machen und das Gummilager da erstmal abziehen. Das Gummi bröselt heraus und der Lenker kann rein. So, hier genügend drauf und jetzt kann der Lenker wieder rein. So, und so geht die Schraube auch viel einfacher rein, bevor man den da am Radlagergehäuse ansetzt. Da geht das auf jeden Fall viel entspannter. Muss trotzdem mit Hämmerchen leicht klopfen. So, und schon ist die Schraube angesetzt. Vorziehen, aber noch nicht anziehen. Anziehen machen wir gleich. Ich will ja keinen Ärger von euch. So, und ja, ich habe das Lenkrad leicht eingeschlagen nach links, damit man das mit der Kamera besser sieht. Und jetzt habe ich das Problem, dass das alles hier so ein bisschen auf Spannung ist. Ja, so, ist drauf. Mütterchen drauf. Und da dreht sich das Traggelenk schon wieder mit. Guck mal, einen Wagenheber machen den da drunter.
So, jetzt können wir die Schraube anziehen. So, Schraube ist fest. So Leute, fertig. Beide, ich und das Auto. Ja, war schon ein fast harter Kampf. Also boah, so fest die Schrauben, das ist nicht normal gewesen. Ne? Also schade um die Gummimetalllager, aber die anderen sind nicht kaputt. Insofern würde ich jetzt sagen, alles okay, kann man drüber hinwegschauen. Nur es war ziemlich anstrengend, die von dem Querlenker runterzunehmen. Unglaublich, das war echt schwer. Ja. Die kaputten Querlenker, der Querlenker war der mit den Schaden hier an diesem Gelenk. Wir schauen uns das einmal an und vergleichen das einmal mit dem, der kein Spiel hatte. Also ich schiebe jetzt einfach mal hier so einen Schraubendreher rein. Ja, das ist schwer zu simulieren, denn so ein Querlenker, so, ich ziehe das jetzt einfach mal so in diese Richtung. Hier einmal so. Mal den anderen und das gleiche nochmal. Oh ja, man merkt hier, der ist deutlich straffer. Also man kann es richtig merken, also der auf der linken Seite ist deutlich straffer als der auf der rechten Seite. Der auf der rechten Seite, der ist ja richtig weich, ja. Und das war der Verursacher, warum das Lenkrad so in verschiedene Richtungen bzw. nach links und nach rechts von alleine gelenkt hat, weil der Querlenker, wenn er so sitzt, beim Beschleunigen ging er nach vorne und beim Gas wegnehmen oder beim Bremsen ging er so nach hinten. Heißt also, der hat die komplette Spur verändert, die komplette Achsgeometrie. Ja, ein paar Schrauben sind über für mich, das ist auch super. Ich kann immer Schrauben gebrauchen, die schmeiße ich jetzt mal in meine Wühlbox rein. Und dann habe ich was fürs nächste Mal irgendwann. Man kann immer Schrauben gut gebrauchen. Des Weiteren, ja, ne, ganz wichtig, Leute, hier, wenn ihr irgendwas Metall auf Gummi irgendwo reinschieben müsst oder sowas, also auf keinen Fall Fett oder WD-40 oder so nehmen. Also Leute, Silikonspray oder irgendwas anderes. Was richtig gut funktioniert, ist Reifenmontagepaste oder Seife. Übrigens, Reifenmontagepaste ist eigentlich Seife. Genauso wie diese Handwaschpaste, die ich da hatte. Oder nicht Handwaschpaste, sondern Handpflegemittel, ist eine Creme. Und das flutscht dann so da rein. Ich kann euch eins sagen, macht ihr Fett oder gar nichts da drauf, da kriegt ihr das Teil kaum rein und das Lager ist ständig unter Spannung. Ja, und das war's eigentlich. Ja, die Schrauben sind fest. Das wollte ich ja noch unbedingt erwähnen. Die Schrauben, ja, jetzt weiß ich auch, warum man die immer ersetzen muss. Es ist nicht, weil das irgendwie Schrauben sind, die lang werden, oder obwohl das Dehnschrauben ist. Aber was eigentlich wichtig ist, ist anscheinend die Beschichtung. Ich habe mich auch vom Kumpel belehren lassen, der hat mir das auch gesagt. Hey, die müssen neu, weil da eine Beschichtung drauf ist. Machst du die einmal ab, machst du die wieder rein, dann geht die Beschichtung kaputt. Das Eisen reagiert mit dem Aluminium und schon habt ihr das Problem, dass die sich nämlich weg und kaputt fressen. Leute, spart euch das, kauft euch direkt ein paar neue Schrauben oder sowas. Oder vielleicht gibt es irgendwas, was hier vorbeugend drauf gemacht werden kann. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich, wie immer, damals oder immer noch Sparfuchs und Querlenkerlager neu, alte Schrauben verwendet. Ja, jetzt habe ich den Salat, jetzt, das ist die Quittung dafür. Ne? Jetzt muss der komplette Achsschenkel neu, wenn man denn da nochmal dran muss oder wenn das Lager neu muss. Ja, Leute, an dieser Stelle vielen Dank. Ah, noch was Wichtiges. Das Auto hat bereits 300.500 Kilometer gelaufen. Also, die Querlenker wurden übrigens noch nie gemacht. 300.000 Kilometer und 500. Also 300.500 Kilometer haben diese Teile hier vorne gehalten. Da gibt es mit Sicherheit noch einiges dran zu tun demnächst mit dieser Kilometerlaufleistung. Ich hoffe nicht, dass alle Schrauben so fest sind wie diese vom, von diesem Querlenker. So, und da komme ich auch schon zum Ende des Videos. Leute,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Kommentare. Lasst einfach mal unten was da stehen, ob alles korrekt war. Ich denke mal, diesmal habe ich alles richtig gemacht oder fast alles richtig gemacht. Vergesst nicht, mir einen Daumen hoch da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, Leute. Und ja, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, euer Schrauber.